Hallo und herzlich willkommen bei ActiveWall. Ich möchte, beziehungsweise werde in diesem Video mal kurz so ein bisschen zeigen, dass ich mal so einen Scammer mal so ein bisschen genervt habe, beziehungsweise einfach auch ein bisschen geärgert habe über E-Mail natürlich. Das wird jetzt ja nicht so wirklich viel, halt einfach auch demjenigen einfach wehtun, aber naja, ja, also ein bisschen Zeit halt einfach so klauen. Der Scammer oder die Scammerin, aber ich denke mir, der Scammer hat mich halt angeschrieben über eine Dating-Plattform und hat dann gefragt, hier, möchte dich gerne näher kennenlernen, gib mir bitte E-Mail-Adresse. Dachte ich mir, geil, okay, mache ich mir einfach mal eine random neue E-Mail-Adresse und schick die ihm ihr. Und ja, kam auf jeden Fall witzige Sachen zurück. Also die erste Nachricht, ups, die übrigens kam, war Servus. Erinnern Sie sich an mich, Sie haben eine E-Mail an gegeben. Ich schreibe Ihnen, um Sie besser kennenzulernen. Ich habe ein echtes Interesse an Ihnen. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Erzählen Sie mir von sich. Ich denke, wir können Freunde werden. Ich freue mich auf Ihr Foto. Elge Julia. Julia übrigens mit Y geschrieben. Daraufhin hatte ich dann geschrieben. Hallo, was wollen Sie über mich wissen? Wir haben schon über Hobbys gesprochen. Was sind Ihre Hobbys außer Tennis spielen und welche Musik mögen Sie gerne? LG Mike. Dann kam ein richtig langer Text zurück, beziehungsweise auch noch Bilder, aber die Bilder zeige ich jetzt einfach mal nicht. Hallo Mike, ich bin froh, deine Antwort zu sehen. Ja, ich bin auch manchmal froh, meine Antwort zu sehen. Also, ich will meinen Brief beginnen damit, dass mein Name Julia, aber meine Freunde und die mir nahe Menschen nennen mich Julia oder Julia, ach, keine Ahnung, was, wie auch immer. Ich bin ein sehr ehrlicher und offener Mensch, Mädchen, Entschuldigung, und ganz mag ich die Lügen nicht. Und ganz mag ich die Lügen nicht, okay? Aber leider konnte ich den richtigen Wohnort in meinem Profil nicht bezeichnen. Deshalb will ich ehrlich am Anfang unserer Bekanntschaft sein. Ich lebe in Russland. Okay. Ich hoffe, das ist nicht das Problem für dich. Ich bin 31 Jahre alt, habe meinen Geburtstag am 12. Mai 1990 und du? Ich lebe in der Stadt St. Petersburg. Du weißt, wo sich diese Stadt St. Petersburg zu befinden. Ich glaube fest, dass heute die große Entfernung kein Problem ist, deshalb werde ich unsere Bekanntschaft gerne beginnen. Ich hoffe, dass du nicht gegen, dass ich in Russland lebe und wirst meinen Brief nicht ignorieren. Leider mache ich den Beziehungen mit den russischen Männern schlechte Erfahrungen. Deshalb habe ich mich entschieden, das Schicksal zu erproben und zu versuchen, den Mann aus anderem Land kennenzulernen. Aus Deutschland. Ich war Ausland schon. Ich hatte den Urlaub in der Türkei und Ägypten. Ich war in der Ehe schon, aber ich habe die Kinder nicht. Was? Aber ich habe die Kinder nicht. Okay, warum? Was sind für Kinder? Okay, gut. In anderen Mal, ich werde dir erzählen, warum wurde meine Ehe zerstört. Du hast die Erfahrung in den Internetbekanntschaften schon. Ich mache es jetzt zum ersten Mal. Jetzt will ich dir mehr von mir und Dankeschön Handy und über mein Leben erzählen. Ich habe einen der Universität meiner Stadt beendet. Ich habe die medizinische Bildung bekommen. Leider in meiner Stadt ist es schwierig, der gute Arbeit mit meinem Brief sehr schwierig zu finden. Ihm arbeite ich wie der medizinische Arbeit in unserem staatlichen Krankenhaus. Meine Arbeit bringt mir große Vergnügen. Meine Ambitionen besteht darin, die richtigen Mann zu begegnen und die glückliche Familie mit ihm zu schaffen. Ich habe die gute Arbeit, viele Freunde und bemerkenswerte Eltern, aber leider habe ich den geliebten Mann nicht. Ich bin Single. Ich bin auch Single. Mann, wir sind beide Single. Außer er, sie ist vielleicht der Scammer, ist nicht Single, was ich mir deutlich vorstellen könnte. Ich dachte niemals, dass es so schwer sein wird, den richtigen Mann zu finden. Ich werde meine ganze Liebe und mein ganzes Herz dem richtigen Mann schenken. Deshalb, mein vernünftiger Mann wird mit mir sehr glücklich sein. Okay. Also anscheinend könnten wir, oder kann ich dann mit ihr dann sehr glücklich sein. Aber der ideale Mann existiert nicht. Oh nein, er existiert nicht. Oh, jetzt geht's weiter. Aber dem richtigen Mann
kann man mit die Harmonie in der Beziehung schaffen. Deshalb werde ich nicht betrübt in Russland existieren. Das Sprichwort, wer sucht jenen, wird unbedingt finden. Deshalb habe ich entschieden zu versuchen, den Mann im Internet zu suchen. Ich weiß nur der Russe und das Deutsch. Deshalb habe ich entschieden, den Mann in den Land zu suchen. Ich studiere das Deutsch in der Schule, der Fremdsprache und an der Universität. Mir von der Kindheit gefiel das Deutsch. Für mich die wichtigste Qualität in Mann, solche wie die Ehrlichkeit, die Richtigkeit. Hey, Baby, ich bin richtig. Okay, das geht. Den gesunden Sinn für Humor, Treue. Der Mann, den ich will begegnen, soll mich verstehen und respektieren. Mein Partner soll mich nicht betrüben. Ich will den Mann begegnen, der sich kann mit dem Mädchen gut behandeln und richtig das Mädchen verstehen. Ich suche nur die feste Beziehung, da ich denke, dass in meinem Alter die Zeit gekommen ist, an das weitere Leben zu denken. Ich will in der Einsamkeit nicht leben. Ich will mein Leben zusammen mit dem Lieblings- und nahen Partner durchführen. Ich unterstütze immer meine Figur und den Körper in den guten Form. Ich betreibe gerne Sport. Ich besuche oft Aerobic und Schwimmbad. Oha. Im Winter mag ich Skifahren. Ich mag gesundes und frisches Ernährung. Deshalb ich sehr, sehr mag kochen. Es ist mein Hobby. Die Kultur meines Landes ist sehr reich und wir haben viel Traditionen. Entschuldige, dass ich dir viel zum ersten Mal schrieb. Ja, das ist das zweite Mal, okay. Aber ich bin sehr geöffnet und gutes Mädchen. Aber ich bin das geöffnete und gute Mädchen, deshalb schreibe ich dir. Komischer Satz, okay. Was ich denke, ich hoffe, dass du auf mich nicht böse bist. Mir wäre sehr interessant, mehr über dich, über dein Leben und auch erkennen. Ich schicke dir meine Fotos zusammen mit einem Brief. Ich hoffe, dass du meine Fotos wird dir gefallen. Ich werde auch sehr froh sein, deine Fotos zu sehen. Leider habe ich viel Zeit nicht, um im Internet ständig zu sein. Deshalb werde ich dir nur einmal pro Tag schreiben. Oha. Ich hoffe, das ist für dich gut. Und jetzt soll ich gehen. Alter. Ich werde mit dem großen Ungeduld deine Antwort warten. Ich hoffe sehr auf deine baldige Antwort. Elgi, deine neue Freundin aus Russland. Ich habe neue Freundin aus Russland. Wow. Jetzt mal kurz meine Antwort. Meine Antwort also. Hallo Julia. Nun weiß ich immer noch nicht, was du für Musik hörst. Sie auch manchmal gerne freudig durch die Stadt oder freuen sich über das gute Wetter. Bei uns war heute das Wetter gut. Es gab viel Sonnenschein und es war warm. Mir gefällt das warme Wetter, brauche ich weniger heizen. Wie ist das Wetter bei Ihnen? Haben Sie Haustiere? Bis zum nächsten Schreiben, LG Horst. Und Ihre Antwort war wie folgt. Hallo, ich bin sehr aufgebracht, dass du mir so wenig schreibst. Ich versuche so viel wie möglich von mir zu erzählen und als Antwort erhalte ich 5 Zeilen. Übrigens, das ist hier die Antwort, das sind mehr als 5 Zeilen auf jeden Fall. Also ich bitte dich. Wenn du nicht mit mir kommunizieren willst, schickst du mir vielleicht keine Nachrichten. Wenn ich für dich interessant bin, dann schreibe mir einen großen Brief, wo du über dich und deine Zeit erzählst. Erzähl mir alles. Alles einfach, ne? Was sie getan haben. Erzählen sie mir, was ihnen gefällt, was nicht. Ich will mehr über sie wissen. Gut, dann sollten wir jetzt mal einen längeren Brief jetzt einfach mal schreiben. So, ich habe jetzt noch mal eben kurz eine Antwort geschrieben, die jetzt auch mal mehr als 5 Zeilen lang ist, damit ihr die auch noch mal sehen könnt. Also, hallo Julia, ich entschuldige mich meiner kurzen Zeilen an dich. Ich hatte in letzter Zeit viel zu tun und in meinem E-Mail-Fach zu schauen. Ach, ich glaube, er schreibt echt schlechteres Deutsch als sie oder eher. Wie auch immer. Gerne erzähle ich dir mehr von meiner Person.
Ich mag die Natur und höre gerne laute, schnelle Musik. Also, ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch grölen oder zu sagen, screamen. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich schaue gerne aus dem Fenster oder Raufasertapete an. Also ich finde Raufasertapete ist sowieso schon geil. Also, guck dir mal die Muster und sowas einfach insane so. Ich mag die Muster von Raufasertapeten und stelle mir vor, was sich da draus noch machen lässt. Also das könnte vielleicht schon ein bisschen creepy sein. Vielleicht könnte das sein, dass der Scammer da denkt, okay, jetzt habe ich, du willst mich einfach nur verarschen. Okay, aber kann auch sein, dass er vielleicht denkt, okay, Mann, jemand, der so komisch ist und sogar einen Scammer antwortet, das könnte auch klappen, okay. Weiß ja nicht, was die Scammer so als Antworten kriegen. Oh so, okay. So, das mit meinem Namen. Sorry, das mit meinem Namen war ein Test, ob du wirklich echt bist, weil du nicht auf meine Fragen eingegangen bist. Ach Mann. Mein Name ist Sebastian, das stimmt. Nun kann ich sicher sein, hinter deiner E-Mail schreibt eine richtige Person. Wie findest du den Krieg Russland gegen Ukraine? Ich meine, sie kommt oder er kommt aus Russland? Können wir auf jeden Fall mit mal fragen, ne? Ich finde, der Krieg sollte nicht sein. Also, das ist ja doof. Warum ist der Krieg, ne? Könnt ihr auf jeden Fall mitfragen? Why not? Wir lernen uns ja gerade kennen. Das könnte auf jeden Fall nochmal funktionieren, so. Manchmal, wenn ich einen verspannten Rücken habe, wünsche ich mir einen liebenden Menschen, der mir meinen Rücken massiert. Wünsche ich mir sogar wirklich, ganz ehrlich. Kannst du gut kochen? Sollte man auf jeden Fall auch nochmal gucken. Ich spiele gerne abends am Computer ein paar Spiele und unterhalte mich mit anderen Menschen über Discord. Spielst du auch manchmal Spiele und hast du Discord? Vielleicht könnten wir dann ja alle mal mit dir zum Zocken. Hey, so ein Livestream mit Scammer. Bam. Vielleicht eine Fortnite oder so. Ja, gar nicht so verkehrt, ne? Kannst du bitte konkrete fragen, was du von mir wissen möchtest, damit ich dir das direkt darauf antworten kann? AG Sebastian. So, wenn sie jetzt, also er, sie es jetzt nicht wirklich darauf antwortet, dann ist es immer so ein bisschen schwierig, da halt wirklich bezüglich, was will der Scammer jetzt genau von mir wissen, ne? Damit ich auf jeden Fall noch ein bisschen komisch darauf antworten kann. Okay, das war auf jeden Fall das erste Format. Ich muss mal gucken, vielleicht schreibe ich noch einen zweiten oder sowas, so bezüglich halt, oder halte ich mich noch ein bisschen mit er, sie es. Mal gucken, was dabei noch Schönes rumkommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für dieses wunderschöne Video, also beziehungsweise, dass ihr eingeschaltet habt und das angeguckt habt. Könnt gerne meinen Kanal abonnieren und auch, ja, mal gucken, wie es weitergeht. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Sagt ihr auch schon mal der Ecto-Wolle. Tschüss.